Hello World, hello Terranigma, willkommen zurück. Wir haben das letzte Mal die Welt erkundet und machen jetzt noch ein bisschen weiter. Hier haben wir die Möwe, die uns nach Australien bringen kann. Hier könnte ich jetzt was Interessantes zeigen, und zwar, wenn ich irgendwo auf der Welt mein Schiff mit dem Schiff angelandet habe. Also meinetwegen, ich bin jetzt hier nach Australien gefahren. Und dann fliege ich mit der Möwe woanders hin und steige dort auf ein Dock. Dann kann ich dort tatsächlich weiterfahren. Also ich habe quasi mein Schiff in der Tasche. Okay, wir können hier jetzt eine lange, lange, lange Ranke hochklettern. Und klettern und klettern. Ich glaube hier, ich hatte es ja erzählt, dass ich vorausgespielt hatte, blöderweise. Ich glaube, hier war es Ende. Also hier oben war ich noch und dann war es das. So, ich habe hier noch ein Vital-Elixier. Und wir bekommen nochmal 228 Taler. Das ist jetzt nicht so viel, aber passt schon. Stellt euch vor, was gewesen wäre, wäre ich hier auf die falsche Ranke geklettert. Also auf die linke. Ich wäre dann ganz hoch geklettert mit Mühe und Not und langer Dauer. Und am Ende hätte ich wieder runter müssen, weil ich nicht ganz hoch komme. So, diesen Felsen hier erkunde ich nicht. Der ist irrelevant. So, und jetzt bin ich... War ich hier schon? Ja, hier waren wir schon gerade eben. Genau, und jetzt sind wir quasi da, wo ich aufgehört hatte mit meinem Vorausspielen. Nämlich in Goldküste. Erste Sache, Foto machen. Goldküste lebt vom Tourismus. Das ist alles, was wir... Ne, ich hatte noch eine Sache mehr gemacht, genau. Das ist alles, was man hier machen kann, den Tourismus ankurbeln. Wenn wir einen Kristall hätten, und ich weiß nicht, wo es den gibt, dann könnte man den hier geben. Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Ne, das doch nicht dem. Es gibt einen Handwerker, der möchte Souvenirs herstellen. Ich erkunde die Stadt jetzt nicht großartig. Das bringt es eigentlich nicht. Genau, also hier ist alles auf Tourismus ausgelegt und mehr nicht. Und dem kann man dann so einen Kristall geben. Und... Oh, Kühe. Und ja, dieser Kristall sorgt dann dafür, dass sie ein gutes Souvenir haben. Und das ist dann quasi so die beste Weiterentwicklung der Stadt, wenn ich mich nicht irre. Okay, genau, was wir jetzt machen wollen, kurz, ist den Kingbird befreien. Das war in Nordamerika. Ich musste gerade tatsächlich nachdenken, deswegen bin ich kurz stehen geblieben. Und wir reisen mal wieder quer über die Welt. So, und zwar war das in Nordostamerika. Ich überlege gerade, ich glaube, es gab nicht sehr viele Häfen in Amerika. Ah, hier gab es noch was Besonderes, hier waren wir noch nicht. Hier war es nicht. Auf diese Seite hier kommt man normalerweise nicht zu Fuß, deswegen mussten wir mit dem Schiff anlanden. Hier ist so ein Tempel. Interessanterweise, ich habe noch nicht rausgefunden, was es hier ist, in Astarika. Es ist auch wieder so ein bisschen unterweltmäßig. Wir haben hier drei Statuen, zwei mit einem grünen Kopfjuwel und eine mit einem roten. In der Unterwelt war es so, die mit einer Farbe konnte ich verschieben und die mit der anderen nicht. Aber irgendwie tut sich hier nichts. Also, ich kann machen, was ich will, es tut sich einfach nichts. Ich kann auch hier von beiden Seiten drücken. Da tut sich nichts. Und, hier, der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Mehr kann ich nicht tun, ich könnte die Vase noch aufheben und wegwerfen, das macht auch keinen Unterschied. Werden wir wohl später noch rauskriegen, was das denn soll. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. So, wir holen uns jetzt den Kingbird. Ganz, ganz wichtige Sache. Ich kann ihn einfach nicht da leiden lassen. Und zwar reise ich direkt nach Nordamerika. Ich glaube, da gab es eine Stadt mit Hafen. Falls dieser Bump gerade zu hören war. Sorry, ich bin gerade gegen das Mikro gestoßen. Das passiert auch mal bei einem Headset. Genau hier. Und zwar hier in Liberita. Dun, 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 dun. Im Shop. So, hier geht's. Hier ging's die Treppe runter. Und dann hinten rum an dem Rüstungsladen vorbei, durch die Tür. Und dann kamen wir in diesen gefährlichen, gemeinen Markt und konnten den Kingbird kaufen.
Zu groß sein wirst, niemand will diesen Vogel kaufen. Hey Kumpel, willst du diesen Vogel kaufen? Wird ein prima Hähnchen. Für 5000 Taler gehört er dir. Ich werde zahlen, aber du musst ihn befreien. Cool, mach damit, was du willst. Hauptsache, du bezahlst. Ich werde den Vogel später befreien. So, es kann nämlich nicht dargestellt werden von Terranigma, von der Engine, wie es sich verändert. Wenn ich raus und wieder reingehe, dann ist der Vogel weg. Und der Marktyp, der redet natürlich auch was Entsprechendes. So, ich könnte jetzt noch nach, Cliff, nee, zu den Vögeln gehen, nach Sanctum gehen, und würde dort einen Kristall finden. Der ist mir relativ egal. Ich wollte nur den Kingbird befreien. Das war für mich die wichtige Tat des Tages. So, ansonsten können wir in Liberita gerade nichts machen. Hier sind wir erstmal fertig. Wir verlaufen jetzt. Ah, doch, eine Sache können wir noch machen. Haha, hahaha. Wir können noch die Sardine dem Feinschmecker bringen. Der war doch in Liberita. Und zwar in dem Haus mit der Frau davor. Genau hier. Ich kann mir nie merken, welches Haus genau es ist. Ich weiß nur, die Frau steht davor. So, und zwar Feinschmecker kriegt Ölsardinen und das war's. So. Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker, lass mich doch einmal kosten. Willst du kosten? Das sind Ölsardinen aus Ahola. Öl? Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Lass mich versuchen. Herb gibt die Ölsardinen weiter. Lecker, ein ganz und gar exquisites Stück Fleisch. Fisch. Aus, hervorragend. Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wir haben 100 Taler bekommen. Nicht ganz so viel wie von dem, superreichen Fitz, aber nicht so schlecht. So, und wenn wir jetzt nochmal mit Tom reden, der sagt halt, wenn ich nochmal eine Delikatesse finde, soll ich ihm Bescheid sagen. So, wir haben Ahola schon mal ein bisschen weitergeholfen. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Was wir jetzt machen müssen, ist hier im Great Lake zu der Höhle zu gehen. Da ist ja was. Ich warte gerade auf meine Verlobte. Na, na. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Liatur. Ich kann es kaum erwarten. Ja, so kling ich auch. Und wir müssen jetzt den Verlobungsring ihm geben. Das finde ich echt eine traurige Geschichte. So. Dieser Ring. Ist dir etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Und er löst sich einfach auf. Also, eine nette Geste, aber ein bisschen unrealistisch, meiner Meinung nach. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. So, und jetzt haben wir hier eine kleine Höhle. Die ist so ein bisschen wie die... Ihr erinnert euch bei den Pflanzen. Und es sind auch die gleichen Fische als Gegner da. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu erkunden. Also wir können hier nach Norden. Da sind dann nochmal zwei Fische. Hopp, hopp. Und da ist auch sonst nichts. Und hier ist eine... Autsch. Hier sind Donnerkröten. Die müssen auch weiterhin niesen, wenn man sie tötet oder trifft. Oh ja, die haben wir gut erwischt. So, und jetzt haben wir hier das Odemkraut, von dem ich gerade keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Aber es ist der fünfte Gegenstand in unserer Leiste. In unserer Spezialleiste. Und zwar Odemkraut zum Atmen unter Wasser. Was ich persönlich ganz interessant finde, was haben wir im nächsten Turm getan? Wir sind unter Wasser rumgelaufen, hätten so lange wie wir wollen da unten uns aufhalten können, also quasi unter Wasser geatmet. Naja, egal. Na komm. Komm her, du Fisch. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, wie gesagt. Also mit keinem Knopf kann ich hier irgendwie tauchen. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, war das Odemkraut mal auszurüsten. Funktioniert, sobald es deine Besitz ist. Okay. Das heißt, ich kann hier nichts machen. wir haben es auf jeden Fall. Das war wichtig für uns. Aber was, wie es genau weitergeht, keine Ahnung. So. Und jetzt stehen wir mitten in der Welt, verlassen und einsam und haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ich euch sagen kann, ist, wenn wir einen Wahrsager besuchen, der sagt uns, dass wir durch die Luft fliegen werden. Aber das kann man sich ja auch denken, wenn man schon die Glühbirne entwickelt hat. Oh ja. Wir haben schon die Glühbirne erfunden, wir haben schon das Telefon erfunden. Wir werden natürlich auch die Luftfahrt, das Flugzeug erforschen, erfinden.
Wir brauchen jetzt aber diesen komischen Kristall. Und wir müssen noch rausfinden, wo wir dann hin müssen. Der Ort, den wir noch nicht wirklich erkundet haben, oder der Kontinent, ist Afrika. Und hier ist auch eine Anlegestelle für uns. Gut, wir haben natürlich Afrika erkundet, aber nur den östlichen Teil. Hier waren wir noch nie. Und jetzt besuchen wir einfach mal hier diese Oase. Und wir haben eine Karawana entdeckt. Und in Karawana haben wir ein leeres Zelt. Mit denen rede ich jetzt mal nicht. Noch ein leeres Zelt. Also wenigstens sind die nicht so nervig wie die Quattros, die uns sofort wegschicken wollen. Die Kamele sind süß. Und noch ein leeres Zelt. Schade, ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo irgendwas Besonderes wäre. Naja. Wir Händler kaufen in der Stadt und verkaufen es auf der Reise. Einkauf gefällig? Ja. Was bietest du an? Perfekt. Ich glaube, hier können wir diesen Kristall kaufen, wenn wir den richtigen Menschen finden. Die bauen ihre Camps in Oasen auf. Ah, da, Einkauf gefällig, ja. Was bietest du? Da ist dieser Kristall. Das ist der, den wir brauchen. So, damit können wir jetzt, Trau niemals der Wüste. Viele Menschen ließen ihr Leben im heißen Sand. Ihre Knochen leichen im Herz der Wüste in der singenden Sonne. Mit dem Kristall können wir jetzt, in Goldküste bei der Weiterentwicklung helfen. So, wir erkunden kurz die Sahara. Und ich bestehe immer noch, also ich habe es ja schon mal erwähnt, als wir über die Sahara geflogen sind, ich bestehe auf die richtige Sprechweise. Mir hat auch eine Freundin geschrieben, ich habe Laza immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer gesagt Lazar, aber es heißt Laza. Genauso bestehe ich darauf, dass man die Sahara einfach Sahara ausspricht. Wow, wir haben knapp 1000 Taler oder noch mehr bekommen hier. Cool. Okay, damit ist ein Teil unseres Verlustes wieder drin. Und da ist noch ein Secret. Hier ist die Sahara. Hier ist einfach die Sahara. Was gibt's einfach hier in der Sahara? Mitten im Nichts gibt's hier einen Ort, den wir erforschen können. Und hier ist einfach... Mitten im Nichts ist nichts. Warum können wir diesen Ort erforschen? Sehr, sehr interessant. Ich weiß es gerade echt nicht. Okay, wir haben jetzt die Gegenstände und die Sachen, die wir brauchen, um Goldküste weiterzuentwickeln. Wir haben ein Foto gemacht. Dieses Foto müssen wir jetzt in jede Touristenstation bringen. Und ich glaube, dann können wir Goldküste auch maximal entwickeln. So, hier ist Kapstadt. Da kann man auch nicht hin. Hm, interessant. Ja, ich wüsste jetzt gerne, was ich eigentlich machen muss. Ich kann natürlich jetzt Goldküste mal versuchen zu entwickeln. Städteentwicklung könnte auf jeden Fall ein Ziel sein. Aber hier dieses Schloss, ich glaube, das ist noch so ein Ort. Es gibt hier, glaube ich, keinen Landweg hin. Zumindest weiß ich gerade keinen. Ist es das? Ja, genau. Ha, genau, hier ist noch das Schloss. Hier waren wir auch noch nie. Und da ist auch noch... Hier Neo-Tokyo kennen wir natürlich, aber... Hier oben war dann Lhasa und so weiter und so fort. Die Wüste Gobi... hier waren wir noch nie. Natürlich, first things first, erstmal die Welt erkunden. Es könnte ja sein, dass auf einem dieser Felder irgendwo ein Geheimnis ist, wo wir noch mehr Goldtaler kriegen. Aber nein, hier ist nichts. Dann schauen wir uns doch mal das Eck hier oben noch an. Okay, ist auch nichts. Ups, ich wollte noch nicht ins Schloss. Das sieht zerfallen aus. Ich wollte erstmal in den Ort hier. Yamei. Ich glaube schon, dass man es Yamei ausspricht, nicht Yamei. Das wäre ja... Yanei. okay, hier haben wir Tourismusstelle. Ich rüste mal die Kamera aus und drehe einfach mal mit einer. Ja, ich möchte es anwählen. In dieser Gegend gibt es nicht nur die Burg Drachenfels zu sehen. Okay. Hier kann ich keine... kann ich Drachenfels besichtigen? Sorry, aber die Burg kann nicht mehr besichtigt werden. Die Burg wurde verkauft, der Besitzer duldet keine Besucher. Schade, hier kann ich kein Foto abgeben. Und auch kein... Doch, ich kann eins schießen. Okay, ich dachte nicht, dass ich eins schießen kann, weil diese Stadt hier ist nicht weiterzuentwickeln. Die Stadt ist so, bleibt so, war so.
Medizin. Oh, 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 oh. Moment. Es gibt viele Krankheiten, doch ich kann sie alle heilen. Die Seele der Kranken ist der Schlüssel zur Heilung. Das klingt nach Homöopathie. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Mhm. Es könnte sein, dass hier in Yamei tatsächlich... Oh nein, das wäre ja cool. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was hier alles in dem Ort versteckt war. Otaku. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem. Dann schauen wir mal, ob er mit mir redet. Schaut euch den an. So ein richtig vorurteilsbehafteter... Moment, jetzt muss ich einen Akzent üben. Was? Wer bist du? Es gibt hier nichts mehr. Ich habe geschlossen. Ist auch ein bisschen stereotypisch vielleicht, die Redeweise, aber die muss dann einfach bei solchen Leuten sein. So ein bisschen... Oh, wissen Sie, wie bei Last Samurai die Leute geredet haben, das ist so der, japanische Akzent. Also so habe ich den zumindest im Kopf. Ich hatte auch einen Kollegen-Kunden, der so geredet hat, der ist, es passt eigentlich. Ich kenne die Stadt sehr gut, es gibt hier etwas Besonderes. Neugierig? Hör genau zu, die Leute haben viel zu erzählen. Man sagt, dass der Schatz der Burg gestohlen wurde. Mit den Turboschuhen kannst du Sporten und Gegner rammen. Der Dieb soll sich auf einer Insel versteckt halten. So, die Turboschuhe. Wir haben es ja schon. Die sind der Schlüssel, hier durch die Burg zu kommen anscheinend. Also ich habe ja Mai noch nie erkundet. Ich bin normalerweise direkt ins Schloss reingegangen. Es war grausam, sie einfach so in der Kälte auszusetzen. Wenn ich nur wüsste, ob meine Tochter noch am Leben ist. Oh, Lisi. Jetzt geht es uns gut, doch früher war es manchmal hart. Wir mussten sogar unser Baby aussetzen, um selbst zu überleben. Heute bereue ich es. Ich bete, dass Lisi noch am Leben ist. Ich würde viel dafür geben, sie wenigstens einmal zu sehen. Wir haben nur an uns gedacht. Da habe ich keine Ahnung, ob wir diese Story zu einem Happy End bringen können. Ich glaube nicht. Weil mir fällt keine Lisi ein. Und wie gesagt, Yamei ist eigentlich so ein Nebenschauplatz. So. Ah, da oben liegt noch ein Kristall rum. Einfach so. Cool, das ist auch schön. Das war doch gerade die... Genau, das war das Haus, wo wir gerade drin waren. Da unten ist noch ein Händler und ein... Keine Ahnung, was das für ein Symbol ist. Achso, das ist der normal... Ne, das ist das Orakel, okay. So, dann gehen wir doch mal in die Burg Drachenfels und nutzen unsere Turboschuhe, um vielleicht das Rätsel von Burg Drachenfels zu lösen. Ich bin jetzt auch relativ faul. So, ausgerüstet. Ich renne jetzt einfach einmal quer durchs Schloss. Wer bist du? An diesem Ort hast du nichts verloren. Oh, wir können auch nicht nach Burg Drachenfels rein. Schade eigentlich. Ich dachte, das wäre der Ort, wo wir hin müssen. Manu! Manu! Okay, ich habe auf jeden Fall im Kopf, dass wir später nach Burg Drachenfels müssen. ja. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen tatsächlich Australien weiterentwickeln. Also Goldküste. Es wäre aber interessant, dass wir überhaupt eine Stadt weiterentwickeln müssen, um storytechnisch weiterzukommen. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das war die Stelle mit der Sackgasse beim Kriechen. Genau, da waren wir. Ich würde sagen, wir fahren noch schnell nach Goldküste zurück. Und besuchen dann die Stadt einfach mal nochmal. Geben vielleicht noch den Kristall ab. Und dann müssen wir auf jeden Fall alle Touristenzentren so langsam mal abklappern. Oh Mann. Ja. Ach ja, ich wüsste gerne besser, wo es lang geht. Das ist gerade ein bisschen schlecht in dem Spiel. Also die Stelle in dem Spiel finde ich ein bisschen schade, dass die so geregelt ist. Dass man wirklich ausprobieren muss, wo man hin muss. Es gibt gerade keine Anweisung. Genau, das war der, wenn noch mehr Touristen kommen, verlässt er die Stadt. Der muss auf jeden Fall die Stadt verlassen, weil wir sorgen für Tourismus. Goldküste hat außer Tourismus und Koalas nichts zu bieten. Sagt, glaube ich, jemand. So, da, wir haben nicht alle Informationen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon alle Fotos haben. Aber wie gesagt, ich werde eine Checkliste anfangen. Sea House, da können wir Essen kaufen, das weiß ich noch. Ah, hier ist ein Kristall, an den wir noch nicht dran kommen.
Außer... So, ich glaube, jetzt müsste es da sein. Nee. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie diesen Kristall von dem Regal runterzurammen. Ich weiß aber gerade nicht mehr wie. Ja. Ich muss diesen Handwerker noch finden. Mehr will ich gerade gar nicht. Alle anderen sind gerade relativ uninteressant. Ich glaube, der ist es. Nee, der sagt, der erzählt was über den Odemfelsen, dass dort ein Wissenschaftler den Atem der Welt erforscht hat. Das ist ganz, ganz, ganz spät im Spiel, sehr wichtig. Irgendwas fehlt doch. Wo ist denn das Haus? Gut, wir könnten natürlich im Touristenzentrum was abgeben. Haben wir schon ein Foto geschossen? Ich weiß gerade nicht, ob wir schon ein Foto geschossen haben, also mache ich nochmal eins. Flupp. Ich bräuchte eine Liste. Wirklich, es müsste doch eine Liste geben, wo man Fotos gemacht hat. Das Dorf ist schwer erreichbar, das ist genau der Schlüssel. Auch den Schiffsreisenden wird das Dorf gefallen. Machen uns täglich Gedanken, wie die Stadt bekannter wird. Ich wüsste gerne, wie ich da dran komme. Und ich wüsste gerne, wie ich weiterkomme. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt doch den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sollte es euch nicht gefallen haben oder auch sonst, lasst konstruktive Kritik da und Kommentare. Und ansonsten einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und tschüss.